Genau, könnt ihr beide euch noch erinnern, wie ihr auf die Budetal-Paten aufmerksam geworden sind? Also wir beide hatten ja, glaube ich, dann Kontakt über die E-Mail. Ne? Genau. Die hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Ne? Genau, ich erinnere mich, dass ich eine E-Mail im Postfach hatte von euch mit einigen Fragen zum Budetal. Und ich glaube, ich habe die dann versucht, so gut wie möglich zu beantworten. Und danach habe ich immer verfolgt, was für tolle Aktionen ihr macht und habe mich darüber gefreut, über dieses wahnsinnige Engagement, das ehrenamtliche Engagement, das hier läuft, von dir vor allen Dingen, der dir das entgegengerufen hat, aber auch von allen anderen, die eben mitmachen und verfolgt das immer so ein bisschen aus der Ferne positiv und finde teilweise Orte vor, auch hier im Budetal, die schmutzig waren oder voller Müll waren und weiß dann hinterher, dass ihr die sauber gemacht habt und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, genau. Ja, das war damals so lustig, ne? Weil ich habe, glaube ich, an eure Hauptstelle geschrieben und dann hat die E-Mail auch ein bisschen gebraucht. Ah, ne? Dann hast okay. du dich, glaube ich, auch sogar noch ganz lieb entschuldigt, das dass stimmt. du nicht so schnell antworten konntest. Genau. Ja, genau, die kam also erst dann umweg. Genau, manchmal brauchst du ein bisschen. Ja. Genau. Mein Problem war ja auch, ich habe mit der Webseite und der Programmierung gestartet, als Corona war. Und das heißt, ich habe ganz viele Stellen auch einfach nicht erreicht, weil das alles so schwierig war. Und wir sitzen natürlich auch nicht jeden Tag am Computer. Richtig, ihr seid ja also, draußen. Wir sind ja genau. hauptsächlich okay. draußen unterwegs, genau. deswegen bitte ich immer um Nachsicht, wenn wir mal ein bisschen länger für eine E-Mail brauchen. Genau. Wir haben nicht eure Hauptmerken. Ne? Wir arbeiten auch am Computer und müssen auch unsere Daten eingeben. Ja, und im Winter machen wir das vielleicht auch ein bisschen mehr als im Frühjahr, aber gerade in dieser Zeit jetzt zum Beispiel genau. sind wir ganz gut draußen. Ja. Und du bist dann quasi, als du ins Team gekommen bist, waren die Budetal-Paten einfach dann schon Thema. Ja, also es war so, dass wir hier genau in diesem Ort, wo wir jetzt sitzen, auch viel unterwegs waren. Und es gab hier eine starke Verschmutzung. Und die war mir natürlich sofort aufgefallen, uns. Und schränkte uns auch in unserer Arbeit eben ein und machte uns viel Sorgen. Und dann kurz darauf, also zwei Monate später oder so, war dann alles weg. Und ich war absolut erstaunt darüber, weil es waren wirklich Massen an Müll, die hier waren. Viele Flaschen und alte Decken und also Kleidung und viel Müll. Und dann, als mir meine Kollegin sagt, dass das die Budetal-Paten waren, das war quasi das erste Mal, dass das ich eben von dieser tollen Arbeit, die ihr leistet, so richtig ja. gehört habe und es auch selbst gesehen habe, was es also für einen unheimlich großen Unterschied macht, dass es euch gibt. Mhm. Wir melden oft Verschmutzung im Bezirk, wenn wir unterwegs sind, ans Ordnungsamt und es wird auch oft geräumt, aber wahrscheinlich aufgrund der Fülle der Stellen, wo es Müll gibt in Berlin, kommen die auch nicht hinterher. Deswegen ist es also besonders an solchen wichtigen Orten, die für die Natur wichtig sind, ein absoluter Zugewinn, dass ihr euch so engagiert. Ja, und fällt uns also sehr positiv auf. Ja, und das war das Schöne, als ich das Budetal-Paten-Projekt gegründet habe. Ich sammle ja schon ganz lange Müll, aber halt immer nur ein, zwei Mal im Jahr. So. Und dann habe ich da immer nur da hinten gesammelt, weil das halt so mein Einzugsgebiet ist. Und die Idee war ja einfach, Menschen zu vernetzen. Und das ist genau passiert. Ne? Es sind einfach Leute auf mich zugekommen durch die Zeitungsartikel. Mhm. Genau. Und dann war die erste große Müllaktion, da waren wir, glaube ich, 60 Leute. Genau. Und dann war es halt irgendwie drei Wochen später, dass dieser Fotograf meinte, jetzt sind die Obdachlosen weg. Mann, ja, das ist das Gebiet der Eisvögel, wir müssen noch eine Aktion machen. Und dann habe ich alle angeschrieben und wusste, die waren gerade vor ein oder zwei Wochen war das her, waren die gerade alle Müllsammler und dachte, mal schauen, wie viel kommen. Und dann waren wir 9 Leute, aber zu 9 hat es trotzdem gereicht. Und haben wir halt einfach anderthalb Stunden hier alles aufgeräumt, ja. Genau. Und das Schöne ist halt jetzt, ich habe natürlich jetzt einfach viel Equipment so, ne? Also so, ich muss mich jedes Mal bei den Kernbürgern nicht melden. Das ist jetzt halt ein bisschen ehrenamtlich, aber schon professionalisiert. Sehr gut. Genau, richtig. Ja, genau. Und tatsächlich, genau, ist ja auch so ein bisschen die Idee, also die Hoffnung auch, wenn ihr jetzt an der Wude langlauft, wenn Leute sagen, sie wollen was tun, ne? Dass ihr den Flyer in die Hand drücken könnt, dass ein bisschen bekannter wird. Genau. Vernetzung sind wir ja auch im Bezirk richtig, eigentlich genau, da. Genau, ja. Da sind wir gerade so ein bisschen am Gucken, genau.